in diesem Spiel wegen Haltens verhängt gegen ESA Pelttonen Finnland. Nach 5 im Angriff 20 Jirschiholik, der heute sein 310. Länderspiel bestreitet. Linker Nummer 21 und der neue Mann. Und schon das 1:0 durch Ivan Linker. Nach etwas mehr als einer Minute geht Weltmeister Tschechoslowakei in Führung. 1:0 also für die Tschechoslowakei in der Phase der numerischen Überlegenheit. Tor für die Tschechoslowakei durch Nummer 21 Linker. Nach Abwehrlinie der Tschechoslowakei spielt Dvorak, aber jetzt Stasny und Tora. Marian Stasny 2:0. Herrlicher Schuss von Marian Stasny und es steht 2:0 für die Tschechoslowakei. Dvorak Nummer 9 und Kabele Nummer 15, also in der dritten Verteidigung. Und da haben wir die Nummer 18, den Torschützen von Slovan Bratislava, Marian Stasny, 55. Länderspiel und 25. Treffer in der Nationalmannschaft. 2:0 für die Tschechoslowakei durch die Nummer 18. Sommer als General Manager und Lasse Heikkilä als Trainer installiert. Und Bohr Anschlusstreffer durch Lechtanen. Der ESA Pelttonen hat dann eingeschossen. ESA Pelttonen mit der Nummer 12 nach Vorarbeit von Porvari. Juka Porvari von Tappara. Hier die Wiederholung. Porvari schießt. Holecek hatte die Scheibe nur kurz abgeschlagen und Tor, Eigentor. Ein Eigentor, aber geschossen hat Bubler, der war der Letzte. Vielleicht war auch noch Linker dabei, der abgelenkt hat. Auf alle Fälle hat Bubler geschossen und ein Finne und Linker waren dabei. Linker, glaube ich, hatte dann doch zuletzt die Scheibe berührt. Das Tor ist jetzt vor der Nummer 21. Ivan Linker nach Ja, Linker war dabei. Der Finne ist zu spät gekommen. Bubler. Linker hat klar das Tor erzielt. Bubler aufgelegt. 3:0. Novi sah aus wie ein Zwei-Linien-Pass. Tja, und Ebermann. Kein Problem natürlich, so spielt man brillantes Eishockey, spielend leicht durch die finnische Abwehrlinie, 4:1 nach 9 Spielminuten. Das haben wir nicht genau in der Wiederholung gesehen, aber es sah fast wie ein Zwei-Linien-Pass aus, dieses Zuspiel, dafür dann schön aufgelegt von Novi für Ebermann. Und Martinez und von der Querstange dieser Schuss weggesprungen. Der jüngste Spieler der tschechoslowakischen Mannschaft, Kabale, Marian Stasny. Schönes Zuspiel, Bosa und Tor. Ja, wunderschönes Tor wieder. Herrliches Zuspiel von Marian Stasny auf Bosa. Kein Abseits, genau noch vor der blauen Linie die Scheibe angenommen. Und es steht 5:1. Martinez, Ebermann, Martinez. Und wieder Tor. Ebermann war es, der eingeschossen hat. Zweiter Treffer von Ebermann, 6:1. Ja, diese finnische Mannschaft hat überhaupt nicht die geringste Chance gegen die Tschechoslowakei. Nicht die geringste Chance. Sie wird nach Strich und Faden ausgespielt. Die Tschechoslowakei macht, was sie will. Das 6:1 für die Tschechoslowakei. Rautakaljo, Marjamäki. Holecek. Jetzt hat er Glück gehabt, der Holecek. Denn er hat die Scheibe genau dem Makkonen vorgelegt.
aber dann... Ich glaube, das ist zum Auftakt dieser Weltmeisterschaft gerade richtig. Wunderschöne Tore. Und jetzt Tor Nummer 2 für die Finnen. Nummer 15, Jukka Alkula aus Tampere, verkürzt auf 2-6. Auch hier die Wiederholung. Kaberle war nicht ganz im Bilde, ließ die Scheibe durch und Alkula, zweiter Treffer für Finnland. Linkstrom, Suoraniemi, Martinez, Jakob. Tor durch Milan Novi. Martinez für Novi und es steht 7-2. Jetzt hat also Torschützenkönig Novi seinen ersten Treffer in diesem Spiel erzielt. Sofort die Vorlage von Martinez übernommen. Herrlich für Novi. Holik. Linker. Solo von Linker. Holicek. Das, was zuvor Kaberle passiert war, ist etwas, was es bei Weltklasse-Spielern nur ganz selten gibt. Eine Schwäche in der Scheibenannahme. Kaberle. Und Tor. Tor für die Tschechoslowakei. Torschütze Milan Novi mit der Nummer 6. 8-2. Zuspiel kam von Martinez. Martinez, der recht gut in diesem Holik, Linker, Holik, Linker. Keike. Ja, und weggerutscht an der Stange entlang bei diesem. Ja, Peter Stastny. Posa, Marian Stastny und Tor. Ja, jetzt war die ganze Angriffslinie beteiligt. Peter Stastny, Posa, Marian Stastny stellt auf 9-2. Die Wiederholung dieses 9. Treffers. Peter Stastny. Posa und ganz frei. Marian Stastny, der auch nicht wartet, sondern sofort schießt. Und Tor für Finnland. Ein etwas überraschendes Tor. Koivulati hat geschossen, der Kapitän. Zu 9. Hat sich das Buljak-Camp durchgelaufen und sofort geschossen. Sildonen. Ebermann. Edi Novak. Und Boa. Edi Novak in seinem 100. Länderspiel. Tor Nummer 10. Auch Edi Novak ist erst jetzt im Schlussdrittel zum Einsatz gekommen. In einer Linie jetzt mit Novio. Ebermann und Edi Novak, hier die Wiederholung des 10. Tores. Und Ilönen. Schwerer Fehler jetzt beim Powerplay, Peter Stastny. Ja, und Tor! 4-5 und die Tschechoslowakei schießt das 11. Tor. Das Tor für die
Zweite, die Nummer 26, П.Штястны, nach Vorwurf der Macht 10, М.Штястны. Goals for die ersten zwei Spielminuten. Wieder Holecek, den Hapalainen nicht bezwingen konnte zu werden, mit 11 zu 3 mit den Drittelergebnissen 7 zu 2.